So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 5. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns heute hier einen Blick auf die Märkte gönnen und in dem Zusammenhang natürlich einen Blick werfen auf die Non-Farm Payrolls, die heute anstehen und natürlich eine Einschätzung geben, wie könnte es mit diesen eben, welche Auswirkungen könnten diese auf die Märkte haben. Wir hatten die FED-Notenbank-Entscheidung am Mittwoch war es, am Mittwoch, am 3. Hatten in dem Zusammenhang gestern schon zum Thema gemacht. Das war ein dovischer Tape in Anführungsstrichen, also Reduktion der Anleiheaufkäufe ist dort in Aussicht gestellt worden. Ja, und wir haben in dieser Konstellation jetzt eine interessante Entwicklung am Zinsmarkt zu sehen bekommen. Und jetzt drängt sich so ein bisschen der Gedanke auf, besonders vor dem Hintergrund auch dann wiederum eine andere Indikation, nämlich dessen, was erwartet wird in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Könnte das vielleicht hier, oder ist größtenteils es so, schon bereits eingepreist, ein solider Arbeitsmarktbericht. ADP-Zahlen waren relativ solide am Mittwoch schon. Und das könnte dann wiederum uns führen, wir wissen, sind zinssensible Märkte aktuell, ganz besonders Gold, ganz besonders Silber. Das könnte durchaus interessant sein. Silber, beziehungsweise Gold ganz besonders eventuell, hat gestern schon wieder die 1800er-Region in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Das ist insgesamt ein choppiges Umfeld, aber ein Bruch höher scheint dort durchaus im Bereich des Möglichen. Und genau darauf wollen wir einen Blick werfen. Vielleicht auch in Silber, Rückeroberung der 24, die dort eventuell ansteht. Wir konsolidieren knapp unterhalb aktuell. Also es sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr interessante Märkte. Wir werfen natürlich einen Blick auf den dann wiederum eigentlich rein technisch eher unattraktiven DAX, konsolidierend, wie erwartet, genau das, was ich gestern skizziert hatte, zwischen 15.9 bzw. 16.1, aktuell ein bisschen oberhalb von 16.000, aber in Summe nicht ansatzweise so bullisch, wie sich beispielsweise die US-Indizes darstellen, die jenseits von Gut und Böse performen, neue Allzeithochs markiert haben, nee, regelrecht parabolisch gehen. Das ist das, was ich ja auch schon hier in den letzten Tagen auch zum Thema machte, dass es zwar sicherlich Gründe gibt, in irgendeiner Form skeptisch zu sein, aber dass man besonders auch aus der saisonalen Perspektive, Stichwort Jahresendrallye und dergleichen, nicht gegen dieses Momentum wetten sollte und dass selbst jetzt im Zusammenhang mit dem Taper der FED eigentlich weiter bullisch es sich zeigt, begünstigt sicherlich durch die Kommentare und dem zwischen den Zeilen ganz klar durchscheinenden Ladies and Gentlemen, liebe Trader und Marktteilnehmer, macht euch keine Sorgen, die FED wird da sein, sollte es hier irgendwie turbulenter werden, so könnte man das durchaus interpretieren, was dort im Nebensatz kommuniziert wurde im Hinblick auf die Anleiheaufkäufe. Ja, also da weitere Bullishness. Wir haben nichtsdestotrotz massive Abschläge in einem Riesen-Growth-Titel im letzten Jahr gewesen. Jetzt mittlerweile doch deutlich underperformed sich präsentieren. Peloton, der ein oder andere kennt vielleicht diesen Sport-Equipment-Hersteller mit den Fahrrädern zu Hause, die dann entsprechend dieses interaktive Fahrradfahren zu Hause und nicht im Gym, also im Fitnessstudio eben ermöglichen. Gestern einen katastrophalen Ausblick für die nähere Zukunft gebracht. Die Aktie 30% gedowngapped in der Vorbörse. Tendenz erfallen, da kommt keinerlei Erholung zum Tragen aktuell. Also ein Einzelteil, der heute auf jeden Fall heiß sein dürfte. Also Agenda ist packed, wir haben einiges zu besprechen. An der Stelle zunächst einmal der Risikohinweis, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stellt man sich die Frage, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen eignet. Kommt man zu der Erkenntnis, ja, ist so, kann man sich auf markets.com/de eine Demo runterladen, kann dort ausprobieren, ob der Handel sich dann wirklich für einen eignet und dann final vielleicht den Schritt machen in Richtung Live-Konto. Wie gesagt, markets.com/de, nicht nur für eine Demo, auch für den vollständigen Risikohinweis. Darüber hinaus Informationen gerne per E-Mail an die Elena. Ich stehe euch gerne zur Verfügung hier mit Fragen, die ihr mir während des Livestreams hier stellen könnt, während des Morning-Meetings, gerne auch per Mail jklatt@jk-trading.com. Gerne auf meine Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr eine Trading-Chatbox, wo ihr euch nicht nur mit mir, sondern auch mit gleichgesinnten Tradern zu den Märkten austauschen könnt. Discord-Community. Mein Fokus liegt da ganz besonders auf den US-Märkten, ist allerdings nicht an die US-Märkte gebunden. Was habe ich noch vergessen? Twitter. Twitter wäre vielleicht auch noch eine Option. Und heute eine kleine Besonderheit. Ich mache mal ganz kurz hier den Chat zu. Heute eine kleine Besonderheit dahingehend, ich habe einen Termin. Das bedeutet also, das Morning Meeting, das wird heute etwas kürzer stattfinden als gewohnt. Das heißt also, wir haben roundabout bis um 11.10 Uhr, 11.15 Uhr maximal. Habt ihr also Fragen, stellt sie bitte jetzt möglichst. Also wenn ihr Fragen jetzt schon absehen könnt, ich hoffe nicht, dass da viele Fragen offen bleiben, wenn ich jetzt vielleicht meine Ausführung mache, aber solltet ihr welche haben, dann lasst sie bitte jetzt schon bereits einfließen, dann kann ich darauf eingehen und die beantworten. Andernfalls, wie gesagt, gerne die Möglichkeiten nutzen, dann auch in der Aufzeichnung oder unterhalb der Aufzeichnung, die ihr euch vielleicht bei YouTube hier anschaut, entsprechend eure Fragen zu stellen.
Wir schauen ganz kurz auf den DAX und greifen nochmal das auf im Großen und Ganzen, was wir eigentlich schon in den letzten Tagen bzw. gestern ganz besonders zum Thema gemacht hatten. Und zwar nämlich dieses Austoppen hier, dieses Konsolidieren jetzt auf hohem Niveau. Also man kann es fast gar nicht erkennen, weil wir rundum diese rotfarbene Linie, die ich hier als Widerstandsregion eingezeichnet hatte, nämlich ehemalige Allzeithochs, die wir ja haben rausnehmen können bei 16.030 Punkten, weil wir um diese herum pendeln. Und das ist genau diese Konsolidierung, von der ich eben gestern schon bereits sprach. Hier auf der Oberseite geht die Luft dem DAX mehr und mehr aus. Ich erwarte ehrlich gesprochen so ein wenig, dass wir dann parallel auch zu dem sehr stark überdehnten Modus in den USA, der eher danach ruft, in Anführungsstrichen, dass es mal zu einem leichten Verschnaufen auf der Oberseite kommt. Also wenn man sich jetzt mal die Haupttreiber dieser Rallye anschauen, nehmen wir mal beispielsweise Apple, nehmen wir beispielsweise mal Microsoft. Apple hat sich von den initialen Abschlägen auf den Earnings Release, der so ein bisschen durchwachsen war, letzte Woche erholt. Amazon ebenfalls. Nvidia läuft mittlerweile jenseits von Gut und Böse. Da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Also wer den Lauf in Tesla brutal fand, den wir zu sehen bekommen haben, der stellt sich jetzt gerade bei Nvidia staunend daneben und sagt, okay, das war so eine Entwicklung, wo man sagen möchte, wie soll man es am besten zusammenfassen, so à la, wow, guck dir mal an, wie Tesla sich hier performend im Growth-Bereich präsentiert und dann guckt eine Nvidia und sagt, hold my beer und take it from there. Also da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Das ist aber deswegen relevant, also das ist nicht nur zum Spaß zum Thema gemacht, sondern dieser starke Kursanstieg, der sorgt natürlich auch dafür, dass die Chance-Risiko-Verhältnisse auf der Oberseite jetzt unattraktiver werden. Und diese unattraktiveren Chance-Risiko-Verhältnisse bedeuten etwas anders formuliert, dass das bullische Momentum auf der Oberseite früher oder später zum Erliegen kommt, was die Chance erhöht, dass wir eben hier diesen seitwärts konsolidierenden Modus sehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir eine scharfe Korrektur oder einen Crash oder sonst dergleichen zu sehen bekommen. Dafür ist das global makroökonomische Bild einfach zu vorteilhaft. Also wir sehen nämlich in der Perspektive den Taper, der kommuniziert wird, die Reduktion der Anleiheaufkäufe durch die Fed. Und dann parallel dazu, jetzt nicht in Bezug auf den DAX, aber in Bezug auf den S&P oder auf den Nasdaq, dass wir eben hier neue Allzeithochs markieren. Und diese Bullishness, die wir schon seit geraumer Zeit eben hier ausmachen können, so weiter fortsetzen. Also das heißt, auch dieser recht steile Aufwärtstrendkanal hier sich sehr, sehr stark präsentiert. Wir sehen auch hier jetzt in der Vorbörse bereits entsprechende starke Aufschläge. Sieht sehr stark danach aus, als wenn wir neue Allzeithochs markieren. Ja, also das heißt, da steht, also der Markierung neuer Allzeithoch steht relativ wenig im Weg. Natürlich, Bullishness, wir sehen es ja hier, die kann dann auch durchaus mal hergegeben werden, dass da eventuell mal ein kurzer Rücksetzer hier von 20 Punkten oder sonst dergleichen sich einfügt. Aber 20 Punkte Rücksetzer bei Indexständen hier mittlerweile von 4.500, 4.600, 4.700 Punkten, das ist verhältnismäßig klein. Parallel dazu ist der Volatilitätsindex, der VIX, auf. Können wir mal ganz kurz hier einen Blick drauf werfen? Das ist übrigens Peloton, da können wir gleich drauf schauen. Hier blicken wir einmal kurz auf den VIX. Er ist jetzt auf zeitweise unter 15 Punkte gelaufen. Die Vola zog hier ein bisschen an, aber alles in allem sehen wir eben jetzt, dass wir auch hier wieder auf dem Rückmarsch sind. Also die Marktteilnehmer, ich übersetze das mal anders, die Marktteilnehmer einfach jetzt immer weniger für Volatilität willens sind zu bezahlen, weil die Fed im Grunde genommen recht klar und deutlich gemacht hat, ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir werden den Markt ruhig halten. Selbst wenn die Reduktion der Anleiheaufkäufe zu stärkerer Vola führt, werden wir nicht lange zögern und werden sofort eben beruhigend agieren. Man hat vielleicht in der Form so ein bisschen auch gelernt von den Entwicklungen, die wir im vierten Quartal 2018 zu sehen bekommen haben, damals mit dieser Reduktion der Anleiheaufkäufe. Nein, nicht der Anleiheaufkäufe, Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Das war die Reduktion der Bilanz der Fed. Das war ja kein Tapering, es war eher schon Tightening im Zusammenhang mit den damals auch dann vorangetriebenen Zinsanhebungen, die allerdings zu entsprechenden Crunches in Anführungsstrichen an den oder Verengungen ja so an den Kreditmärkten geführt haben und was dann eben zu einer starken Volatilität eben über das vierte Quartal und auch über Weihnachten damals geführt hat, wo es normalerweise recht ruhig an den Märkten zugeht und dann hat man dann mehr oder minder 180 Grad Drehung hat man dann Anfang 2019 kommuniziert, wo die Fed im Grunde genommen den Weg bereitete dann für die darauf aufbauenden Zinssenkungen, die dann Crunches, die sich wiederum am Repo-Markt dann im September 2019 im Grunde genommen gezeigt haben und dann darüber hinausgehend eben diese Turbulenzen rund um eben die Corona-Pandemie, Lockdown und dergleichen. So, und
hat daraus gelernt, bedeutet etwas anderes. Eventuell lässt man hier jetzt versucht jedenfalls, es so zu managen, dass man nichts mehr anbrennen lässt. Also es bedeutet etwas anders formuliert, dass man uneingeschränkt willens ist, Liquidität zur Verfügung zu stellen, sollte sich auch nur ein laues Lüftchen an Volatilität in irgendeiner Form im Markt zeigen. Und das spiegelt sich in der Volatilität wieder. Das ist etwas, gegen das solltest du dich zumindest aktuell nicht stellen. Und das spricht dafür, dass die Bullishness anhält. Nichtsdestotrotz, dass wir trotz dieses stark überdehnten Modus eben hier, den wir auf der Oberseite sehen, früher oder später mal zumindest eine Konsolidierung zu sehen bekommen, also ein Seitwärtsdriften. Und das spielt dann natürlich eben diesem Ausblick für den DAX, diese Konsolidierung in der nächsten Woche hier in die Karten, wo ich sagte, zwischen 15,9 bis 16,1 pendeln wir. Wir hatten auch im Hinblick auf das Verfallstag-Diagramm, hatten wir ja hier gesagt, da haben wir ein erhöhtes Open Interest geschriebener Calls auf der Oberseite, 16,50, 16,100. Das sind Marktteilnehmer, die wollen den Markt in zwei Wochen unterhalb dieses Niveaus eben handeln sehen, um die Optionsprämie vereinnahmen zu können. Selbst wenn es mal kurze Spritze auf der Oberseite gibt, setzt dann noch nicht zwangsläufig einen Absicherungsbedarf ein an der Stelle. Es könnte durchaus sein, dass man eben auf diese Spritze so ein kleines Stopfishing hat und das dann eben mit relativ wenig Gegenwehr in Anführungsstrichen, dass so eine Art Stuff stattfindet, so würde man das im Orderbuch eben betrachten oder bezeichnen, dass dann eben entsprechend der rechte schärfe Rücksetzer wieder in Richtung der 16.000er Region auf den Weg gebracht wird. Aber man sollte auf jeden Fall hier auf der Oberseite aktuell eher erwarten, dass der Deckel drauf ist, was nicht heißt, dass wir nicht brechen können, also nicht, dass man das missinterpretiert. Das ist zwar jetzt das Szenario mit erhöhter Wahrscheinlichkeit, was ich sehe, aber es ist natürlich auf der Kehrseite denkbar auch natürlich, das käme allerdings für mich jedenfalls überraschend, dass wir über die 16.1 brechen und dass wir dann diesen Absicherungsbedarf einsetzen sehen, der dann wiederum eine Squeeze begünstigt, die uns in Richtung 16.500 führt. Aber wie gesagt, mit Ausblick auf jetzt die ruhige Weihnachtssaison bzw. Jahresendrally, saisonal günstiges Fenster, sollten wir eher davon ausgehen, dass wir eben hier, wenn es eine Korrektur gibt, dass die nicht allzu heftig ausfällt und dass das wiederum spielt dem Bild in die Karten 15.900, 16.1 konsolidierend in der nächsten Handelswoche. So, ja, das also im Hinblick auf den DAX. Jetzt blicken wir mal ganz kurz auf Gold bzw. auf Silber, auf die jüngste Performance hier. Ich gehe mal ganz kurz auf die Chatbox. Hab gerade gesehen, ich habe die hier weggeblinkt, weggemacht. Ja, ich sollte vielleicht mal guten Morgen schreiben, dann weiß auch mal, wo die Chatbox ist, ne? Guten Morgen, Traders. So, also da ist die Chatbox. Wir erinnern uns dran. Letzte Woche in Gold. Letzte Woche hatten wir diesen kurzen, ich nenne ihn jetzt mal Flash-Out-Moment. Das hier oben ist, oben rechts ist die Stunde. Das hier ist der 5-Minuten-Chart. Wir sehen eine sehr starke Gegenbewegung gegen diese kurze Attacke auf die Tiefs am 3. Das war vorgestern am Mittwoch, wo wir Richtung 1067 gelaufen sind. Ich muss ehrlich gestehen, mir fällt es schwer, da einen Treiber auszumachen. Der Zinsmarkt fällt mir schwer, den zu sehen. Vielleicht war es eine Antizipation in Bezug auf die Fed, die dann umgedreht wurde plötzlich. Ich habe keine Ahnung, also Stopfishing oder sonst dergleichen. Hier in Bezug auf den davor stattgefundenen Flushout, das war hier letzte Woche am Freitag, hatten wir ja schon am Montag zum Thema gemacht. Das könnte eine vielleicht Manipulation seitens der Comex oder seitens des Terminmarktes gewesen sein mit Ausblick auf den Verfall und auch mit Monatsschluss ganz besonders. Eigentlich Ausblick auf den Verfall ist so ein bisschen schwierig, weil der war schon eine Woche vorher. Aber Fakt ist auf jeden Fall, diese Bewegung, die war schon ziemlich imposant, auch volumentechnisch war das ziemlich imposant, was hier stattgefunden hat. Und wir sind diese Tiefs eben nochmal angelaufen, dann kam es aber zu dieser scharfen Gegenbewegung. Jetzt sehen wir, das war nicht wirklich nachhaltig. Charttechnisch ist das neutral, was wir hier zu sehen bekommen, aber mit deutlicher Tendenz sich in Richtung eben der 1810er Region, also den Bereich um diese Oktoberhochs nochmal zu bewegen, nochmal heranzuhangeln. Und das ist jetzt brisant, das ist interessant, weil wir müssen das jetzt mal ganz kurz fundamental einordnen. Also Gold ist bekannt als zinssensitives Asset oder beziehungsweise zinssensitiv querstrich besonders im Hinblick auf die Realverzinsung. Das bedeutet also etwas anders formuliert, siehst du Spikes in Zinsen aktuell bei einer stabil bleibenden Inflationserwartung, also stabil, sofern man das als stabil bezeichnen kann, was wir derzeit zu sehen bekommen, dann siehst du eher einen bärischen Impuls in Gold. Sobald du einen Drop im Zins siehst, eine stabile Inflationsentwicklung, siehst du ausgehend von der negativen Realverzinsung entsprechend eben einen bullischen Push in Gold. Wenn du Zinsen unter Druck siehst, zeitgleich die Inflation anziehen siehst, siehst du noch einen stärkeren Impuls in Gold, weil die Realverzinsung nochmal negativer wird und umgekehrt. So, das ist also das die Idee, die dem zugrunde liegt. Jetzt hat die Fed am Mittwoch kommuniziert, dass man tapern wird. Das ist größtenteils eingepreist gewesen, also auf breiter Front. Das hat sich auch im Aktienmarkt beispielsweise gezeigt.
Jetzt ist allerdings das Interessante gewesen, dass man ja gleichzeitig sagte, sollte irgendwo eine Turbulenz auftreten, ist man willens, entsprechend eben gegenzusteuern. Also sprich, Taper zu reduzieren, beziehungsweise eventuell sogar auszusetzen und dergleichen, also Engpässe am Kreditmarkt und so weiter. Das war zum ersten initial bullish für Gold. Das hat man dann auch hier gesehen. Also 19 Uhr war die Fed, beziehungsweise 19:30 Uhr, das ist das Fed-Statement. Wir sind für den Tag stark unter Druck gewesen, beziehungsweise haben dann eben ab 19 Uhr, 19:30 Uhr entsprechend eben hier uns nach oben hangeln können und zumindest einen Teil dieser Abschläge wieder aufholen können, die sich ja Mittwoch am abgezeichnet hatten und sind jetzt dann gestern sogar folgend auf die Fed über diese Nimbus gelaufen, haben diese halten können und hangeln uns jetzt wieder in Richtung der 1800er Region. Also das bedeutet, das ist schon mal etwas, was positiv seitens des Marktes oder seitens Gold aufgenommen wird, der Goldtrader. Und jetzt passiert noch etwas Interessantes und dazu müssen wir mal ein bisschen ausholen. Wir hatten am Mittwoch schon bereits die ADP-Zahlen. Also das heißt, das ist ja immer die Indikation, die wir ranziehen für die Non-Farm-Payrolls, die übrigens heute um 13:30 Uhr veröffentlicht werden. Nicht 14:30 Uhr, durch die Zeitverschiebung ist das alles eine Stunde vorher, also 13:30 Uhr. Das Interessante war, dass diese Zahlen verhältnismäßig stark veröffentlicht worden sind. Kommt man aber vielleicht zu dem Gedanken, dass man sagt, naja, Erwartungshaltung lag bei 400.000 neu geschaffenen Stellen, hier im privaten Sektor 571.000. Gehen wir nochmal kurz zurück auf Gold. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Vielleicht ist die Initialzündung irgendwie schon darauf zurückzuführen gewesen. 1785. Also man kann erkennen, vielleicht waren es die ADP-Zahlen. Ja, also man würde jetzt sogar in der Nachbetrachtung, würde man wahrscheinlich sogar zu diesem Schluss eben tatsächlich kommen. Was mich in dieser Betrachtung allerdings an dieser Betrachtung stört, ist, wenn wir jetzt hier nochmal zurück auf den Zins gehen. So, das war der dritte. Der Zins. Der ist marginal, na, noch nicht mal. Also 13 Uhr, 13 Uhr 15, das war hier so, in dem Bereich. Also der hat fast überhaupt nicht darauf reagiert. Er hat überhaupt fast gar nicht darauf reagiert. Es kam dann hier so ein bisschen mit zeitlicher Verzögerung ab 15 Uhr so eine leichte Aufwärtstendenz. Das war dann begünstigt oder wurde mitgetragen durch die Entwicklung, die wir hier seitens der Fed zu sehen bekommen haben. Aber die Reaktion hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Deswegen tue ich mich sehr schwer damit eigentlich, das auf den ADP-Datensatz zurückzuführen. Aber sei es wie es ist, also auf jeden Fall sind die Zahlen besser als erwartet veröffentlicht worden. Das ist also größtenteils eingepreist, eigentlich, dass die Non-Farm-Payrolls gut veröffentlicht werden. Ich bin heute früh dann noch zusätzlich über eine Grafik gestolpert hier von Anthony Barton. Das mache ich normalerweise, also eigentlich jedes Mal, jeden Monat eigentlich, mit Ausblick auf die Non-Farm-Payrolls. Der ein oder andere fragt sich nämlich vielleicht, ich gehe mal ganz kurz hier, also das sind die ADP-Zahlen. Wir schauen uns jetzt mal hier die Non-Farm-Payrolls an. Die haben wir hier. Da steht 450.000 unter Konsens da. Ja, das sind die heute veröffentlichten Zahlen. 450.000. Und jetzt fragt man sich, wo kommt eigentlich diese Zahl her? Und diese Zahl, die kommt aus den Guesses der einzelnen Investmentbanken, also was die einzelnen Analysten der jeweiligen Investmenthäuser erwarten. Und das ist hier aufbereitet. Eben Scotia 675.000, Amherst, Nomura, TD Ameritrade, Goldman Sachs, Jefferies, Société Générale, Daiwa, Royal Bank of Canada, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch und so weiter und so weiter und so weiter. BNP Paribas, JPM, Citi, Deutsche und so weiter und so fort. So, und der Median dieser Häuser ergibt sich zu 450.000 und das ist die Zahl, die man dann in seinem Wirtschaftsdatenkalender wiederfindet. So, soweit jetzt eigentlich nichts Spektakuläres. Der etwas fortgeschrittene Trader, der sich das Morning Meeting ja schon seit Jahren anschaut, der wird sagen, ja, okay, das weiß ich schon. Also das ist jetzt nicht so spektakulär. Was interessant ist, man schau mal hier, wenn der Median bei 450.000 liegt, wie viele dieser Primärhändler, die hier entsprechend aufgelistet werden, bei 450 oder oberhalb liegen. Das ist deutlich mehr als die Hälfte. Das sind fast zwei Drittel. Also 60-40 ist das Verhältnis mindestens. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber wir haben einen deutlichen Überhang auf der Seite jener, die oberhalb oder im Bereich dessen, was durchschnittlich erwartet wird, entsprechend hier ihre Einschätzung abgegeben haben. Und das ist interessant, weil das bedeutet, dass die Street, also die Wall Street oder die Investmenthäuser größtenteils schon positive Non-Farm-Payrolls erwarten. Und nicht nur, dass die positive Non-Farm-Payrolls erwarten, wir haben zudem ja auch ausgehend von den ADP-Zahlen eine positive Erwartung. Und parallel dazu ist derzeit der 10-jährige Zins wiederum hier nicht in der Lage, davon zu profitieren. Beziehungsweise, wir haben eigentlich seitdem diese Ankündigung im Hinblick auf den Taper am Mittwoch kam, seitens der Fed,
Ich werde es mal ganz kurz hier. Ja, wir können auch hier bleiben. Das war, wie gesagt, hier. Also wir toppten gestern aus in diesem Bereich um 1,6% und von dort rollten wir über und sind jetzt handeln 8 Basispunkte tiefer. Und das wiederum impliziert, dass der Markt größtenteils eigentlich schon gute NFPs beginnt einzupreisen, eigentlich schon hat. Und wiederum das Überraschungspotenzial auf der Oberseite deutlich begrenzt scheint. Also anders formuliert, selbst wenn die Zahlen jetzt besser als erwartet veröffentlicht werden, mal angenommen, der Print heute, 450 wird erwartet, dann kommt jetzt mit, sagen wir mal, 550 raus. Dann wird man feststellen an dieser Stelle, dass das alleinstehend nicht in der Lage sein wird, eben den Zins irgendwie aufwärts spiken zu lassen oder im ersten Moment aufwärts spiken lässt, aber anschließend, dass der dann abverkauft wird. Und das wiederum impliziert, dass Gold insgesamt bullisches Potenzial hat, welches uns realistisch über die 1800er-Marke führen kann, vielleicht sogar in Richtung der 810er-Region, die dann in der kommenden Woche bei Überschreiten dieses Bereichs hier den Weg bereitet in Richtung hier der 1835er-Region. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was wir derzeit hier vorfinden an News, die wir veröffentlicht bekommen haben und der Reaktion, die Gold darauf liefert, erhöht massiv die Chance, dass wir in Gold oberhalb oder über 1800 US-Dollar heute infolge der Non-Farm-Payrolls brechen. So zumindest ist meine Interpretation. Charttechnisch finde ich das jetzt nicht so interessant. Das sieht allerdings in selber um ein Vielfaches spannender aus. Da haben wir einen kurzen Flashout. Ja, auf der Unterseite hier gehabt. Nochmal ein Test der 23er Region. Und dann eine sehr starke Gegenbewegung. Das war dann im Anschluss an die FED tatsächlich am 3. und gestern auch mit entsprechend eben dem Versuch, die 24 zurückzuerobern. Hier oben rechts kann man das erkennen. Ich nehme mal den raus. So. Und das Interessante jetzt ist, dass das Halten hier oberhalb dieses Bereiches, das ist so eine Schlüsselregion, in der wir jetzt gerade hier handeln. Also dieser Bereich um 23,60, 23,70 ungefähr. Das Halten oberhalb dieser Region, das ist etwas, was ich als durchaus positiv erachte und was meines Erachtens nach die Chance erhöht, dass es eben bei einem oder zu einem Bruch oberhalb von 24 kommt. Das ist so eine Art Inflection, sage ich mal. 23,60, 23,70, so würde ich das vielleicht mal zusammenfassen. Wenn wir uns oberhalb halten können, dass wir dann eben entsprechend Potenzial haben, über die 24 zu brechen und dann auch darüber hinausgehend, besonders in just dem Moment, wenn die Non-Farm-Payrolls vielleicht gar nicht mal überzeugen, sondern sogar schwächer als erwartet reinkommen, dann wäre das sogar ein potenzieller Treiber, der uns führen könnte bis 25 Dollar in der näheren Zukunft, also in der nächsten näheren Handelswoche. Was natürlich jetzt interessant wird, weil wenn ich jetzt gegen diesen Bereich aus den aktuellen Gefilden mich long positioniere, sagen wir mal, ich gehe jetzt Market Long. Ja, basierend auf der Überlegung, Non-Farm-Payrolls können überzeugen, vielleicht kommen sie auch leicht schwächer als erwartet rein und das wäre potenziell ausgehend von der derzeitigen Konstellation ein bullischer Treiber für Edelmetalle dann. Dann habe ich meinen Stop unterhalb, leicht unterhalb der Inflection. Das liegt im Bereich so um 23,60, 23,55 vielleicht. Das sind 20 Cent Risiko. Und ich gehe auf der Oberseite auf mindestens einen Punkt, also Ziel. Hochs, die wir hier markiert haben am 22. Oktober, eventuell sogar höher. Dann habe ich ein CAV hier von 5 zu 1. Das scheint mir durchaus interessant zu sein. Und näheren Gedanken wert. Also besonders, wie gesagt, die Konstellation, auch hier besonders, charttechnisch scheint mir besonders vor dem Hintergrund der jüngst begonnenen Bodenbildungsphase, die hier stattgefunden hat und das Verteidigen auch der 23, Rückeroberung eben hier der Region 23,40, Bruch über diese Trendlinie, jetzt halten oberhalb von 23,60. Das ist so in der Gesamtkonstellation beginnen ziemlich attraktiv anzuschauen. Sie sieht interessant einfach aus. Für ein Longplay, basierend eben auf so einem globalen makroökonomischen Trigger, wie es eben jetzt wie es die Non-Farm-Payrolls eben tatsächlich sind. Alternativ kann man natürlich auch abwarten. Man könnte sagen, an dieser Stelle, das ist mir ein bisschen zu heikel. Ich möchte nicht in die News hinein traden. Dann hat man hier aber dennoch ein Szenario, was sich skizzieren lässt. Denn wir würden erwarten, ich mache mal ganz kurz, zack. Wir würden erwarten, dass auf solch eine News, wenn die Non-Farm-Payrolls überzeugen, dass es zu einem Push kommt. Dann gucken wir einfach, ob hier dieser Bereich um rund 24 ist es, gehalten werden kann. Und wenn wir den halten können, dann haben wir ebenfalls ein Long-Szenario für die kommende Handelswoche, wo wir dann auch knapp, vielleicht sogar unterhalb der 24 entsprechend, sofern solch ein Szenario sich natürlich herauskristallisiert, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir dann eben mit einem kleinen Risiko in den Trade reinkommen und das Ziel zunächst einmal ist, dass wir in Richtung der 24,80 bzw. darübergehend rund gesprochen der 25er Region eben vorstoßen. Ja, das also zu Gold und das zu Silber. Jetzt gehen wir noch kurz ein auf zwei Titel.
Also erstmal erster Titel vielleicht an dieser Stelle, ganz interessant, Roku. Roku ist deswegen interessant, weil gestern, das sieht nicht so schick aus hier, ne? Das ist charttechnisch nicht so sauber. Wir machen mal Peloton auf und wir gehen gleich mal. Ich nutze erstmal ganz kurz meinen Roku-Chart. Also das ist eine längerfristige Betrachtung. Längerfristige Betrachtung deswegen, wir haben gestern kurzen Pop in die Eröffnung gesehen, zurück über die 300, sind dann für den Tag allerdings weiter abverkauft worden. Konnten allerdings hier diesen Bereich um so 2,85 halten. Das ist interessant, ehrlich gesagt. Also, weil ich hier jetzt mit Aussicht auf die US-Eröffnung heute, ausgehend von den Earnings von gestern, sagen würde, vielleicht komme ich hier sogar mit einem kleinen Risiko in den Trade rein, habe ein klares Szenario, was ich sehen möchte. Also, wenn ich mich hier long positioniere gerade, dann ist das erste Ziel, dass wir die 92 zurückerobern. Also, sprich, zur Eröffnung. Wenn wir jetzt um 13:30 Uhr, Entschuldigung, 14:30 Uhr reinkommen zum Kassa Open Wall Street, gehen wir über 92, können die 92 halten, dann ist das schon mal ein erstes positives Signal. Und oberhalb von 92, denke ich, haben wir mindestens Potenzial bis 2,95, eventuell sogar höher. Und längerfristig ist das deswegen halt auch interessant, weil wir nämlich sehen, dass das das Tief der Konsolidierungszone ist, in welcher wir uns befinden. Also wir haben ja ein sehr starken Wachstumstitel mit einer sehr, sehr hohen Wachstumsrate, die auch erwartet wird von 40% und mehr, ausgehend von den fundamentalen Zahlen. Wir sehen hier eine Konsolidierung, die jetzt hier stattfindet. Earnings, die so ein bisschen durchwachsen waren, ausgehend von mit der Überlegung oder beziehungsweise dem Gedanken, dass wir eben sagen, naja, wir haben Supply Chain Issues und in diesem Zusammenhang sind eben die Hardware-Komponenten nur schwer herstellbar, beziehungsweise schwer die Nachfrage nach diesen Produkten eben bedienbar. Und das ist eben etwas, was hier so ein bisschen die Umsatzerwartung gedämpfter sich darstellen lässt. Allerdings ist das nichtsdestotrotz eben eine Konstellation, wo ich sage, in diesem Bereich, ausgehend von eben dem Umstand, dass wir Allzeithochs hier im Bereich um 490, $500 haben und eine Korrektur schon von in dem Fall hier über 40%. Im Bereich der unteren Konsolidierung, gegen die wir auch jüngst schon mal eine Unterstützung gefunden haben, also das war hier im Mai, auch damals auf die Earnings. Also wir schauen hier in dem Zusammenhang, da gab es auch ein verhältnismäßig hohes Volumen, ähnlich hohes Volumen wie das, was wir jetzt hier gesehen haben. Und wir sahen dann hier gegen dieselbe Region, also das ist in dieselben Gefilde, in denen wir hier traden, ja, sahen wir einen Bounce, der dann den Weg bereitete, hier von Mai bis Juli, also das waren 2 Monate, das hat noch nicht mal lange gedauert, dass wir dann hier entsprechend einen Bounce gesehen haben, wo wir einfach Aufschläge von 40% und mehr gesehen haben in der Aktie. Also durchaus interessanter Titel, sicherlich eine spekulative Angelegenheit, aber ein klares Level, gegen das wir riskieren können, auch mittelfristig, längerfristigen Engagements, also nicht nur kurzfristig die 2,90 und dann wollen wir den Pop zurück über die 300 sehen, sondern auch für diejenigen welchen, die eben sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nochmal die obere Range vielleicht anlaufen in den kommenden Monaten, sofern das übergeordnete Bild natürlich positiv bleibt. Aber das ist durchaus mal ein interessanter Bereich und wir wissen auch, wenn wir die 270 droppen, dann haben wir eben auch zunächst einmal nichts mehr in diesem Titel verloren. Also droppen und unterhalb halten, unterhalb der 270, dann sieht es eher danach aus, als wenn wir hier noch eine etwas ausgeprägtere Korrekturbewegung zu sehen bekommen. Eventuell so ähnlich wie jene, die wir hier im Piton sehen, also im Peloton. Gestern, wie gesagt, das war so ein richtiger Neckbreaker-Report. Also man hatte schon so den Eindruck, Peloton hatte sowieso ist ein bisschen sehr weit vorweggelaufen, in Anführungsstrichen. Also wir können hier sehen, gegen die 20er-Region haben wir, das war im ja, September 19 war es ungefähr, haben wir eben den IPO gesehen. Dann sind wir eben entsprechend mit sehr starken Vorgaben gestartet und besonders im Anschluss an Corona, Pandemie, wir bleiben zu Hause. Also ganz kurz vielleicht wichtig, damit wir wissen, wer ist eigentlich Peloton? Peloton, Wikipedia. Vielleicht hat der eine oder andere schon so ein Gerät zu Hause. Ich habe es nicht, ehrlich gesagt. Aber also, US-amerikanisches Unternehmen für Fitnessgeräte und Medien, das 2012 gegründet und 2013 mit Hilfe, hoppala, der Finanzierungskampagne auf Kickstarter.com ins Leben gerufen wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Trainingsgeräte, die den Benutzern ermöglichen, per Fernzugriff an Kursen teilzunehmen, die von Fitnessstudios des Unternehmens aus gestreamt werden. Ist natürlich mega geil. Also, ne, in Zeiten von zu Hause, Fitnessstudios machen zu, Lockdown und Co., ist das natürlich genau das, was du eigentlich suchst. Und deswegen auch keine Überraschung, dass dieses Unternehmen einen derartigen Run zu sehen bekommen hat. Und
Demnach war dann auch diese Kursentwicklung hier durchaus nachvollziehbar. Und das war einer der wahrscheinlich heißesten Titel im Jahr 2020, die gespielt worden sind. Ein Mega-Run zu sehen bekommen. Wir sind hier von den Corona-Tiefs im Bereich um 15 Dollar. In der Spitze haben wir uns verzehnfacht im Aktienkurs. Also ein sehr, sehr starker Wachstumstitel. Aber dann war so ein bisschen in Anführungsstrichen begann Sand ins Getriebe zu kommen, weil nämlich es begann dann auch normal wieder in Richtung normal Prä-Corona zurückzupendeln. Das hat sich besonders hier herauskristallisiert. Das kann man da ganz gut erkennen. Dieses massive Gap Down, das war von einem Freitag auf den Montag und das war der 9. November 2020, jener Tag, an welchem damals verkündet wurde, dass BioNTech eine Zulassung für einen Impfstoff, Corona-Impfstoff eben stellt. Corona-Impfstoff, Rückkehr zum Normal, das ist das, was der Markt erwartet hat und das sorgt natürlich dann für einen derart starken Wachstumstitel, der auf diesem Stay-at-Home im Grunde genommen aufbaut und seine Wachstumsgeschichte eben viel forciert, sorgt das dann für ein derart scharfes, für einen derart scharfen Rücksetzer. Haben sich noch relativ gut fangen können. In den Jahresschluss hinein nochmal eine finale Jahresendrallye gesehen, aber dann begannen wir zu Beginn des Jahres auszutoppen und von diesen Niveaus oder auf diese Niveaus haben wir uns nie wieder erholen können. Haben zwischenzeitlich eine Halbierung des Aktienkurses gesehen, das war gestern der Schlusskurs und jetzt sind wir mittlerweile sogar bei einer Korrektur von zwei Dritteln, eben durch den Umstand, dass wir jetzt hier downgappen und im Bereich unter 60 eben tatsächlich sogar um 57 derzeit eben eröffnen. Also massiv unter Druck geraten und Hauptgrund dafür war, gestern, dass die Zahlen, die waren noch solide, Revenue, EPS, also solide in Anführungsstrichen, verlieren immer noch Geld. Gewinn pro Aktie lag bei minus 1,25 gegen minus 1,15 erwartet. Also das hätte schon alleine für Abschläge gesorgt. Aber das, was eben der in Anführungsstrichen Neckbreaker hier war, war eben genau diese News for the fiscal year, also jetzt für das kommende Jahr, für das folgende Geschäftsjahr. Erwartet man hier eine Zahl neuer Subscriber, Leute, die sich hier für die Dienste anmelden, zwischen 3,35 bis 3,45 Millionen. Das war vorher erwartet worden mit 3,63 Millionen. Und dann haben wir eben hier eine Revenue, eine Umsatzerwartung von 4,4 gegen 4,8 Milliarden gegen 5,4 Milliarden. Also eine Full-Year-Guidance, die nach unten genommen wird für einen starken Growth-Titel. Neckbreaker. Das ist, das willst du nicht sehen. Das ist genau das gleiche wie auch im Beispiel im Hinblick auf Zillow. Viele Vorschusslorbeeren, die eben dort dem Unternehmen zuteil wurden, viel Geld, was in das Unternehmen reingepumpt worden ist, und die entsprechend dieses Chasing, dieses starke Momentum auf der Oberseite, das kann so nicht aufrechterhalten werden und so kommen dann solche Abschläge zustande, wie sie jetzt zustande kommen. Die Aktie bereits in der Vorbörse, ich habe das hier mal im Pre-Market Screener, machen wir das mal kurz auf bei Market Watch. Ist die Aktie da bereits einer der meistgehandelten Titel? 200.000 Stücke kann man hier sehen. Deswegen imposant, weil ich habe das hier bei Finviz nur aufgemacht. Average Volume liegt bei 7,33 Millionen. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir haben jetzt schon, also die Vorbörse, die fängt um 13 Uhr dann wirklich aktiver an mit dem institutionellen Handel. Wir haben jetzt schon etwa 3% des durchschnittlich gehandelten Volumens im vorbörslichen Handel, sehr, sehr dünnen Umfeld eben zu sehen bekommen. Also wird heute ein mega heißer Titel eben tatsächlich sein. Was ich jetzt interessant finde, ist allerdings, wir sind natürlich so weit jetzt ausverkauft worden und wir eröffnen in derart niedrigen Gefilden hier, dass sich schon die Frage stellt, wer wird in diesen Gefilden denn jetzt hier noch den Verkaufsknopf drücken? Also, ne, ich könnte mir vorstellen, früher oder später wird hier einfach ganz natürlich der Angebot wird einfach zum Erliegen kommen und es wird zu einer entsprechenden Gegenbewegung kommen. Das heißt nicht, dass ich pauschal einfach long reinhalten würde, aber sollten wir in dem Zusammenhang zurück über die 60 laufen und die 60 halten können. Also, das sieht man dann hier in der Vorbörse relativ gut eigentlich und auch anhand des WeWops schon. Sollten wir also hier den Abgabedruck abnehmen sehen und das entsprechend eben zu einer Gegenbewegung und halten oberhalb von 60, vielleicht sogar schon 59 kommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine deutliche Rückbewegung in Richtung und auch über die 60er-Marke einkalkuliert werden sollte. Es muss ein klares Signal geben, aber also nicht einfach nur blind reinhalten und jetzt hier antizyklisch sich long positionieren, aber wenn es gelingt, eben eine Rückeroberung von WeWop zu sehen und eine leichte Konsolidierung, dann haben wir eine Möglichkeit mit kleinem, engen Stop knapp unterhalb von WeWop, weil unter dem möchten wir nicht mehr long sein, haben wir eine Möglichkeit, uns long zu positionieren und dann eben entsprechenden Bounce zu spielen, der vielleicht uns deutlich über die 60 zurückführt.
Wo wir allerdings auch aufpassen sollten, sobald es ein Change in Character gibt, also sobald sich dieses Gegenbewegungspotenzial beginnt, irgendwie zu ändern, warum sollte man da vorsichtig sein? Weil die Institutional Ownership bei 83% liegt. Das kann man hier auch ablesen. Also das heißt, die Aktie wird von 83 oder die Aktien, die in Umlauf sind und die gehalten werden, werden zu über 80% von institutionellen Marktteilnehmern gehalten. Und die wollen natürlich jetzt in solch einen Ausblick bei einem solchen starken Wachstumstitel raus aus der Aktie. Die wollen nicht rein in die Aktie, weil sie sagen, das ist ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt also, solche Gegenbewegungen, die könnten dann früher oder später zu einem Überrollen führen und dann wieder institutionellen Verkaufsdruck eben provozieren. Das kann aber aus trading-technischer Perspektive natürlich sehr interessant werden. Also du hast einerseits eben diesen Bounce auf der Oberseite und sobald du dann eben dieses Überrollen wieder erkennen kannst und vielleicht dann auch den Drop, vielleicht abwartest zunächst unter WeWork und halten unter WeWork, würdest du dann wieder die Short-Seite spielen, vorausgesetzt du bekommst ein attraktives CRV. Also das ist nicht nur heute, sondern vielleicht auch in den kommenden Tagen, ausgehend von dieser auch dahinter stehenden Story, auf jeden Fall ein interessanter Titel, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Parallel dazu auch vielleicht Pinterest. Zu Pinterest schreibe ich ein bisschen was in der Discord-Community an der Stelle, da werde ich 2, 3 Gedanken zu formulieren. Aber Hauptfokus heute ganz klar auf jeden Fall auf Peloton und auf den Earnings-Release, der wie gesagt gestern katastrophal schlecht war und dieses Gap-Down jetzt eben auf den Weg bringt. So, und ja, das wäre es soweit meinerseits wirklich für heute dann auch schon tatsächlich gewesen. Wir können noch mal ganz kurz final, Gold, Silber hatten wir jetzt, wir können noch mal final kurz einen Blick werfen auf Bitcoin. Da haben wir Bitcoin. Ist allerdings jetzt tradingtechnisch erstmal nicht so attraktiv. Also seitdem diese Aufwärtssequenz jetzt hier gebrochen worden ist, das Momentum zum Erliegen kommt, konsolidieren wir seitwärts. Wir hatten gestern ja hier, glaube ich, ne, kann das sein, aber vorgestern, ein Long-Szenario formuliert, wo wir gesagt haben, Rückeroberung der 63 ist leider ausgeblieben, stattdessen sind wir unter diese Trendlinie gebrochen und jetzt sind wir in einen Range-gebundenen Modus übergegangen, wo wir sagen könnten, würden vielleicht, solange wir diesen Bereich hier unten halten können, so die 60.000er-Region, das ist auch psychologisch ein relevanter Bereich, könnte man nochmal einen kleinen Long-Versuch vielleicht versuchen, einstreuen, Ziel, Attacke auf die 63, Break höher, mal schauen, ja, Stop der ganzen Angelegenheit lege hier so im Bereich 57.500 ungefähr, also kleines Risiko, ja, ja, kleines Risiko, das Problem an solchem Trade ist eben, wenn wir dann auf die 63, 64 gehen, CRV ist noch nicht ganz 2:1, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, also, es gibt attraktivere Umfelde, gerade in Bitcoin. Auf jeden Fall sollten wir die Konsolidierung hier auf hohem Niveau auf jeden Fall als bullisches Signal werten. Also ich glaube, da kommt nochmal ein Leck auf der Oberseite. Ich wäre nicht überrascht, wenn dann dort mit auch Überoberung der 64 vielleicht, das wäre so ein Schlüsselmoment, da nochmal weiter bullisches Momentum getriggert wird. Achso, oh, sehr, sehr wichtig natürlich. Ganz kurz, das hat der ein oder andere gestern gesehen. Also Euro, US-Dollar, Gold-Long, ich wäre nicht 100% davon überzeugt, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir laufen gerade in ein Umfeld, was ein bisschen zur Vorsicht mahnt. Martin fragt nämlich, wenn Gold long läuft, dann müsste doch auch eigentlich Euro-Dollar und auch Cable long gehen. Die Überlegung ist grundsätzlich richtig, weil du hast eine negative Korrelation zwischen Gold und dem US-Dollar. Also sprich, wenn du Gold long skizzierst, gehst du eher von US-Dollar bearish oder short aus. Also folglich Euro long gegenüber dem Dollar oder auch British Pfund long. Allerdings können wir hier sehen, dass die jüngsten Entwicklungen, die sich jetzt hier im Euro widerspiegeln, also im Euroraum generell auch aus politischer Perspektive kein gutes Bild für den Euro grundsätzlich skizzieren. Also die Abwärtssequenz bleibt hier weiter intakt. Ich würde ausgehend hiervon, würde ich tatsächlich Gold unabhängig erstmal vom Euro-US-Dollar entsprechend traden. Also das heißt, ich würde hier erstmal ganz klar diese Abwärtssequenz weiter intakt sehen. Die Aussichtsstellung, das hatte, glaube ich, auch mit Sicherheit mit den Äußerungen von Frau Lagarde zu tun, die eben sagte, es wird im Börsjahr 2022 mit Sicherheit keine Zinsanhebung geben. Frau Lagarde, es wird auch bis 2023, 2024 und 2025 keine Zinsanhebung geben. Eventuell gibt es den Euro dann ja schon gar nicht mehr, aber das schauen wir mal. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass das mit Sicherheit dazu beiträgt, dass das Vertrauen in den Euro mehr und mehr unterminiert wird. Parallel dazu, British Pfund hat gestern den größten Abschläge, glaube ich, seit Monaten gesehen. Massiver Ausverkauf, der stattgefunden hat, aber in 36, wir handeln jetzt noch um 1,34, tauchen wieder in diesen Abwärtstrendkanal ein. Was ist da passiert? Das passiert, wenn du eine Zinsanhebung in Aussicht stellst und dann sich herauskristallisiert, dass du mit dieser Zinsanhebung es doch nicht so ernst gemeint hast. Also gestern hat die Bank of England verkündet, dass sie den Zins unangetastet lässt. Und das hat dazu geführt, dass eben British Pfund derart stark unter Druck geraten ist. Also das bedeutet etwas anders formuliert, gerade
spielen sich vor allem die Zinsdifferenziale der einzelnen Währungsräume gegeneinander aus. Und unchanged in dem Fall, also britisch Pfund keine Zinsanhebung, während eben die US-Notenbank Zinsanhebungen in Aussicht stellt, tapert und dergleichen, Reduktion der Anleiheaufkäufe bzw. Zinsanhebung dann schon in der zweiten Hälfte 2022 gespielt werden. Das ist etwas, was für den US-Dollar und gegen die Counterpart spricht, die sich unverändert zeigen erstmal jedenfalls. Bank of England oder auch EZB. Und aus der Perspektive würde ich dann eben erstmal den US-Dollar gegenüber Euro oder auch britisch Pfund long sehen. Wiederum allerdings nicht Gold zwangsläufig deswegen short, weil zeitgleich natürlich der fiskalpolitische Stimulus seitens der US-Regierung dazu führt, dass hier weitere Schulden gemacht werden, die über entsprechende oder in Bezug auf die Bonität des US-Dollars als solchen diese unterminiert und das wiederum für Gold eigentlich spricht, also längerfristig jedenfalls. Und deswegen würde ich da tatsächlich gerade nicht sehen, dass eine negative Korrelation zwangsläufig gegeben ist, sondern die zwei vielleicht sogar im Gleichschritt laufen können tatsächlich. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Hätte ich jetzt fast ausgeblendet. Jetzt hatten wir eigentlich mal was Spannendes im Devisenbereich und dann spreche ich nicht drüber. Vielen Dank für den Hinweis. Also, ja, das wäre es meinerseits gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wie gesagt, heute ein bisschen kürzer als gewohnt. Montag wieder in der vollen Länge das Morning Meeting. Heute habe ich Termin, aber wie gesagt, Montag bin ich wieder da. Auch heute Nachmittag werde ich zum US-Markt natürlich verfügbar sein und noch ein paar Gedanken auch im Hinblick auf die Plays für Peloton oder beispielsweise auch Pins eben skizzieren. Und ja, soweit also meinerseits. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne, wie gesagt, einen Kommentar unterhalb der Chatbox. Schickt mir eine Mail. Kontaktiert mich via Twitter, falls ihr Fragen zu anderen Märkten haben solltet. Und ja, soweit meinerseits. Also, happy trading. Passt auf die Stops auf. Schönes Wochenende. Erholt euch gut. Montag hören wir uns wieder, 10:30 Uhr. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.